herzlich willkommen zu Sag mal TV. Ich bin Erik und das hier ist der Synchronsprecher Dennis Schmidt-Voss. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich sollte dich jetzt nicht fragen, jetzt tue ich es trotzdem. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ja, also ich bin zum Synchron gekommen. Ich habe als Kind gedreht. Ja. Eine Kinderserie und die musste nachsynchronisiert werden. Wir hatten an einem Kanal gedreht, da war der O-Ton dann nicht gut genug und dann musste nachsynchronisiert werden, auch bei deutschen Produktionen. Mhm. Und ja, ich war 7 Jahre alt und habe mich wohl ganz gut angestellt. Und über den Tonmeister bin ich dann weiterempfohlen worden und bin so beim Synchron gelandet. Seit dem 7. Lebensjahr also? Genau. Du bist schon lange dabei. Okay. Was war denn deine erste Rolle, weißt du das? Also die erste richtig große Rolle und wohl auch bekannteste Rolle in jungen Jahren, da war ich dann allerdings schon 14, war der Birk Borkason in Ronjas Räubertochter. Ah, okay. Ich würde sagen, das ist so die erste nennenswerte große Rolle. Verstehe. Du bist ja auch Thales aus Dragon Ball Z, aber auch Schlagsor aus Hamtaro und Elecmon aus Digimon. Welche Anime-Rolle hat dir denn am meisten gefallen? Das ist ja lange her, ja? Das stimmt. Erinnerst du dich denn noch daran? Ich erinnere mich noch daran, ja. Also mir hat das eigentlich alles Spaß gemacht. Mir macht das grundsätzlich Spaß. Auch so Anime-Charaktere? So ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja auch diese Anime-Sachen, die so ein bisschen ernster sind, also für Erwachsene. Und das gefällt mir auch sehr gut. Okay. Sprichst du denn lieber die Bösen oder die Guten? Eigentlich die Guten. Eigentlich? Ich bin gerne der junge Held. Ah, verstehe. Aber du hast ja nicht nur Anime-Charaktere synchronisiert, sondern auch viele reale Menschen. Ja. Was ist denn schwieriger oder was hat dir mehr Spaß gemacht? Ach, das macht eigentlich alles Spaß. Das ist ja immer wieder eine neue Herausforderung. Und ich würde aber sagen, ja, umso besser die Filme sind, umso mehr Spaß macht es auch. Achso, hängt und wenn vom man, Film ab. Ja, hängt vom Film ab. Und wenn man natürlich den Film toll findet, und dann macht das natürlich auch mehr Spaß. Ist ja klar, hä? Wenn man selbst Fan auch wird, sage ich mal, von den Sachen, die man spricht. Okay. Wie muss man sich das denn als Außenstehender vorstellen? Hat man als Synchronsprecher alle Filme zu Hause, wo man mitsynchronisiert hat? Nee. Nee. Definitiv nicht. Also ich nicht. Es gibt vielleicht Kollegen, die das haben. Ich habe das nicht, nee. Da müsste man wahrscheinlich einen ganzen Raum für anfertigen, oder? Ja, also ich glaube, eine Wand wäre es schon. Ja, okay. Interessierst du dich denn auch für Anime oder nicht? Ne, muss ich ehrlich sein, also ich gucke sowieso ganz wenig Fernsehen oder Serien, Filme. Also du machst es lieber. Da ich ja nun beruflich schon immer damit zu tun habe, wenn ich mal frei habe, dann gucke ich selten dann auch die Sachen, die ich gesprochen habe. Okay. was sind denn deine aktuellen Projekte? Also jetzt läuft, glaube ich, gerade im Kino an Rest in Peace Department, wo der Ryan Reynolds die Hauptrolle spielt und ich dadurch spreche. Ah, verstehe. Und dann habe ich jetzt noch einen Film gesprochen mit dem Simon Pegg, The World's End. Okay. Es geht um ein paar Freunde, die sich nach 30 Jahren oder 25 Jahren wieder treffen, um eine Sauftour zu Ende zu bringen, die sie in jungen Jahren nicht überstanden haben. Sie haben die letzten 2 Kneipen nicht mehr geschafft. Sie wollten 12 schaffen und bei 10 war Schluss und nehmen sich vor, das zu vervollständigen. Verstehe. Das klingt doch mal interessant. Den gucken wir uns an. Stimmt. Und Pain and Gain. Den Bodybuilder-Film habe ich auch mitgesprochen, habe ich hier gemacht mit dem Tonmeister Marek. Sehr gut, sehr lustig. Seit 2007 bist du die Hauptstimme von Eddie Murphy, warum gerade du? Ja, also das ist schnell erzählt. Dem Randolf Kronberg, der den Eddie Murphy ja, ich sage mal, das Markenzeichen gegeben hat, seine Stimme, dem ging es bei dem letzten Film Norbit schon nicht mehr so gut und er konnte diese wahnsinnig schnellen Passagen nicht mehr so sprechen. Okay. Da gibt es ja diese Rapuscha, diese dicke Frau in dem Film Norbit, wer ihn gesehen hat, weiß, wen ich meine. Mhm. Und da hat er gesagt, das schafft er nicht mehr. Und da wurde dann ein Casting gemacht, wer so schnell sprechen kann und da rankommt, sage ich mal. Ganz genauso wie er klingt, ist natürlich schwer, aber wer das nachmachen kann. Und das habe ich damals gewonnen. Und seitdem, der Randolf Kronberg ist dann leider kurz darauf verstorben. Und seitdem habe ich den Eddie Murphy irgendwie geerbt, ob ich das nun gut finde oder nicht. Okay. Bist du denn noch mit anderen Sprechern in Kontakt? So die auch für Anime zum Beispiel synchronisiert haben? Ich kenne eigentlich fast alle, sage ich jetzt mal so verallgemeinert. Also und wir sehen uns auch immer mal wieder und reden auch privat. Gibt es denn jemanden, von dem du total begeistert bist? Von der Stimme? Ja, genau. Ach, da müsste ich jetzt ja, wenn ich jetzt irgendjemand vergesse, das ist zu gefährlich. Ich finde alle toll. Okay. Ich habe ganz tolle Kollegen und die sind alle hochtalentiert und alle super.
Wirst du denn außer von mir jetzt noch auf irgendwelche Rollen angesprochen, von irgendwelchen Menschen? Ach nee, das kommt eigentlich nicht so oft vor. Nicht? Okay. Was machst du denn, wenn du nicht in einem Synchronstudio bist? Dann bin ich meistens zu Hause und spiele mit meiner Tochter, wenn ich die Zeit dann finde. Okay. Ich bin wirklich viel am Arbeiten. Oder du möchtest jetzt wissen, was so meine Freizeitgestaltung, meine Hobbys sind. Naja. Erzähl, was du machst. Wir haben jetzt 18 Uhr, jetzt fängt meine Abendschicht an bis 0 Uhr. Und morgen um 9 stehe ich dann wieder im Atelier sprechen. So viel Freizeit ist nicht. Aber ich gehe ganz gerne so zwischendurch mal ins Fitnessstudio. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und bin dann Papa zwischendurch noch. Gibt es eine Rolle, die du niemals synchronisieren würdest? Oh. Darf er irgendwas nicht sagen? Würdest du irgendwas nicht sprechen wollen? Irgendwas Peinliches oder Verrücktes? Ich habe schon so viel peinliche Sachen gesprochen und gesagt. Also fällt mir jetzt so nichts ein. Vielleicht, wenn mir die politische Einstellung so gar nicht zusagen würde, dann könnte ich mir vorstellen, ich sage, ja, ich habe keine Lust drauf. Okay. Könntest du uns eine Kostprobe geben? Wie würdest du sprechen? Klingt das anders, als wenn du jetzt mit mir so ein Interview machst? Wenn ich was spreche. Bitte? Wenn ich was spreche. Was soll ich für eine Kostprobe geben? Ich meine, ich kann jetzt... Zum Beispiel einen Anime-Charakter, falls dir noch einer einfällt nach den ganzen Jahren. Also was überdreht ist sozusagen. Ja. So ein Elegmon zum Beispiel. Der war sehr quäkig, ja? Ja, ein bisschen, ne? Ja. Könnte ich machen, ja. Ich weiß nur nicht, was ich sagen soll. Naja, man fängt dann an, so ein bisschen nach oben zu gehen. Oder spricht ganz tief. Oder... geht mit der Stimme nach hinten. So kann man dann die Rollen anlegen, ja? Sehr schön. Vielen Dank dafür. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Das war Sag mal TV mit Dennis Mittwoch. Tschüss.